Welcome to New Music Friday by Tevango. Es ist wieder soweit, New Music Friday. Letzte Nacht hatten wir einen sehr, sehr coolen Livestream, wo ich die ganzen Songs, die neuen, rausgesucht habe, zusammen mit Lionel und Sunnyman. Mir hat das so gut gefallen mit den Zweien, dass ich mir jetzt überlege, dass wir sowas öfter machen und vielleicht zu humaneren Zeiten. Also Livestream zusammen mit Sunnyman und Lionel, wo wir Spotify-Playlists bequatschen. Vielleicht auch andere Playlists, als wir das in diesem Video jetzt machen, die New Music Friday Playlist von Spotify, sondern vielleicht andere Playlists mit reinnehmen, mal wechseln oder so. Ich überlege mir da mal ein Konzept. Auf jeden Fall fand ich diese Dreier-Kombination sehr, sehr cool. Manche von euch waren vielleicht letzte Nacht dabei. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Also ich hatte das Gefühl, das flowte sehr gut. Ich habe jetzt mit den Jungs ganz, ganz viel Tracks letzte Nacht durchgehört und die gilt es jetzt euch zum Teilen zu präsentieren und in unsere beliebten Kategorien einzusortieren. Bevor wir anfangen, möchte ich trotzdem eure Aufmerksamkeit nutzen, meine neue Single zusammen mit Sunnyman euch zu zeigen. Ja, die heißt For You, ist hier jetzt bei Spotify und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Song, also falls er euch gefällt, wenn ihr euch in eure privaten Playlists packt, reinhört, was weiß ich, ihn teilt und so weiter. Das hilft uns natürlich sehr. Das muss man einfach dazu sagen. Support ist nach wie vor immer ein gutes Ding. Wir hören mal ganz kurz rein, bevor es zu New Music Friday geht. Vocal Cuts, ganz klar, von Sunnyman natürlich. Jetzt habt ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommen von unserer neuen Single. Ist alles drin. Vocal Cuts, coole Harmonien, ein Drop mit Eiswürfeln, die in so ein Glas fallen. So hat das zumindest eine Freundin von mir beschrieben. Wir haben uns, das Release hat sehr, sehr lange gedauert. Vielleicht mache ich auch noch ein Video dazu. Also wir haben insgesamt, glaube ich, jetzt ein Jahr immer mal wieder mit Pausen dran gearbeitet. Manchmal ist das so, dann bleibt so ein Projekt einfach mal ein bisschen in der Schublade, bis eben die zündende Idee kommt. Das war jetzt erstmal so viel dazu. Auch von mir gibt es nämlich New Music am Friday. Ich möchte euch noch was eher Erschreckendes zeigen. Und zwar fand ich eins der wirklich komischsten Songs in dieser Playlist. Rehab, Noah Nyman, Miranda Glory. Da denkt man erst so, krass, Rehab und so. Ne? So ein bisschen auch mal aus dem EDM bekannten Act. Und wir hören mal ganz kurz rein. Ich skippe das nur mal so durch. Also super Stimme, super Vocalaufnahme, sehr, sehr klar. Okay, dann kommt so ein bisschen Future Bass und jetzt gleich kommt der Drop. Und jetzt, das ist wirklich, boah, da weiß ich nicht. Hört euch das mal an. Geht eher ums Arrangement als um das, was man hört. Also, das tut mir leid. Der Song hat einen Main Part, der ist ungelogen. Moment. Von hier bis hier. 11 Sekunden lang. 11 Sekunden Main Part. 11 Sekunden. Das sind insgesamt 8 Takte, dass das so durchläuft. Also, woran liegt das? Ist es so schlecht, dass man es echt nicht länger einem zumuten möchte? Oder
geht man davon aus, dass die Zuhörer, die sowas hören, so krasses ADHS haben, dass sie sich nicht länger als 11 Sekunden auf irgendwas konzentrieren können. Der ganze Song ist 2 Minuten 16 lang. Das ist für mich ein Entwurf vom Arrangement. Aber also wohin geht die Reise? Das ist mir, also das ist so das Schlimmste, wo es eigentlich für mich hingehen kann, wenn Musik echt nur noch so ein, das ist wie der Trailer zu einem Film, ja, anstatt den Film zu gucken, zu sagen einfach, ich habe den Trailer gesehen, reicht doch. So fühlt sich das für mich an. Das ist doch nur die Idee von einem Song. Whatever. Finde ich irgendwie zu kurz und das nimmt mich nicht mit. Dann hat man natürlich noch so Verbrechen wie hier, ihr seht es gar nicht, kann hier unten Katja, krasser Witz, das war der Gag gestern Nacht, die heißt ja krasser Witz. Die Musik ist auch ein krasser Witz. Dicke Lippen, ich kann es nicht anspielen, weil das Video sofort gesperrt wird, ist aber auch nicht eigentlich keine Erwähnung wert. Ja, so Trash-Zeug. Aber was ich sagen musste, war, ich fand Doggy-Style tatsächlich einiges besser. Ja, wir hatten ganz viele Lieder drin. Diesmal war nicht so viel richtig Cooles dabei, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal endlich anfangen mit der ersten Kategorie: Best Song. Best Song. Ich muss mal überlegen, ich muss das ja gar nicht sagen, das sagt doch meine coole Computerstimme. Diese Woche Best Song für mich geworden. Es war ein bisschen schwierig, so richtig geile Songs waren nicht dabei. Aber diese Don't Let Me Down featuring Khalid, Sabrina, Claudio mit diesem krassen Arsch auf dem Foto. Das ist mein Gerät. Hat mir irgendwie doch dann, nachdem ich jetzt nochmal so meine temporären Sounds mal da durchgehört habe, hat bei mir sehr gut gefallen. Das ist sie, dann kommt noch Khalid irgendwann. Can I trust in you if I give you myself? Ja, ich möchte mal erklären, warum dieser Song für mich der beste Song in der Playlist ist. Einmal ist es dieses Element, wo wir uns gestern Nacht ein bisschen uneinig waren. Diese Steel Drums, die wirklich irgendwie krass detuned wirken, also schief im Verhältnis. Aber sie sind auch so ein catchy Element. Also das war so sofort, als man es gehört hat, so, was ist das? Und jetzt muss ich sagen, habe ich mich voll dran gewöhnt. Und dann ist es eben dieses gewisse Etwas, was der Song hat. Insgesamt finde ich auch, die Produktion ist luftig. Ja, also es ist völlig okay von der Dynamik her. Ich finde vor allem cool, der hat so eine Wärme und Breite. Die Kick ist nicht so übertrieben. Und da passiert irgendwie ganz viel links, rechts, flack, klack, 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 klack und so. Und irgendwie nimmt er mich mit. Also er triggert irgendein Gefühl in mir. Und das ist eben das Wichtige für Best Song. Dass man so sagt, ja, irgendwas muss dieser Song haben und der hat was für mich. Und ist natürlich solide produziert. Solide produziert ist unser Stichwort. Nächste Kategorie. Best Production. Best Production. Ja, war schwierig. Gab einige ganz coole Produktionen. Ich sag jetzt irgendwie bei jedem Song, dass es schwierig ist. Manche sind natürlich zu minimalistisch gewesen. Da möchte ich euch ganz kurz einen Song zeigen, wo ich mir einfach nicht sicher war. Jetzt muss ich kurz überlegen. Insgesamt eine super geile Produktion. Die Frage ist halt, ob man mit zwei Elementen sozusagen Best Production werden kann. You and I with no space in between. Maybe
Ist halt irgendwie geil, weil es sind so ganz wenige Sachen, nur dieses. Wahnsinnsstimme. Also hört den Track euch auch mal an. Hat es jetzt nicht in die Kategorie geschafft, aber eine sehr, sehr bemerkenswerte Produktion. Wie man es wirklich schafft, mit irgendwie ganz wenig Elementen viel auszudrücken. Und das ist wirklich, das Vocal ist wunderschön produziert. Also super schön bearbeitet. Aber gewonnen hat ja Mike Rogers und Abby mit What Should I Do? So, warum hat das gewonnen? Write me another prescription. Weil man sofort an Sonderling denkt. Finde das Vocal sogar nicht optimal bearbeitet. Finde es so ein bisschen in den Mitten ein bisschen zu dünn. Aber so die Gesamtproduktion ist einfach sehr, sehr gut. Und es ist ein bisschen aufwendiger als den Song, den ich euch davor gezeigt habe. Der eben nur mit diesen drei Elementen. Weil natürlich sind drei Elemente einfacher abzumischen als mehrere Elemente. Also ihr seht es ja auch hier unten, wir erreichen Spitzenwerte von minus 4 dB. Das bedeutet, wenn Spotify auf minus 14 dB runterregelt, dass wir der Song, also minus 14 LUFS, dann hat der Song so einen Wert von minus 10 LUFS, und was schon echt sehr luftig ist. Also auch da nochmal Props an die Produzenten. Und man sieht auch hier, man kann ruhig eine Kickdrum gut anzerren, also das bedeutet, schön sättigen, geht völlig klar. Ich fand vor allem, also beziehungsweise wir drei, Sunnyvan und Lionel und ich, fanden diese Synthesizer sehr cool. Die klangen irgendwie doch so recht analog. Und wir waren der Meinung, es ist für einen Popsong irgendwie ein cooler Popsong. Ja, also es ist schon irgendwie Pop, aber irgendwie cooler Pop. So, es geht weiter mit Most Surprising. Most Surprising. Ja, das war wirklich sehr überraschend, als wir das gehört haben. Deswegen, ich lasse einfach die Aufnahme laufen und zeige ihn euch und bin überrascht, wie überrascht ihr so seid. That we always have something to get over. Oh, you dress up so happy, looking so fancy. I got that salty chip on my shoulder. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets asking me to come over. Alle von uns total überrascht, weil irgendwie ist sie so trashig, ja, also das ist ja schon irgendwie so ein bisschen auch so das Cover, wir sehen das hier
Und trotzdem ist er irgendwie scheiße geil funky und der Sound ist gut, die Produktion ist sauber, seine Stimme ist so voll deep und sie bad shit, da, 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 da. Also so richtig trashig irgendwie, aber trotzdem geil trashig. Oh, you dress up so happy. Und die Kombination aus dieser Kickdrum, Hi-Hat, diesen Gitarren, din, 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 diese gemutet irgendwie gespielt sind, diese Gitarre, super geil. Einfach eine total groovige Nummer. Hat uns auf jeden Fall überrascht. Ist auch mutig. Finde ich, ist eine mutige Produktion. Kann man machen. Weiter geht's. Most Dynamic. Ja, Most Dynamic, wirklich überraschend, da es sich um einen Vertreter der elektronischen Tanzmusik handelt, aber eben nicht dieser elektronischen Tanzmusik, Plastikmusik, Big Room EDM-Zeug, sondern eben mehr so ein Berliner Vertreter. Ist das ein Berliner Vertreter? Ich sag's einfach mal so. Paul Kalkbrenner Part 8 war mit Abstand der dynamischste Song diese Woche. Und ich muss sagen, auch hier, wir hatten das ja auch öfter den Fall, dass reine Dynamik an sich jetzt nicht unbedingt immer direkt der Bringer ist. Also nur sehr luftig zu produzieren ist nicht immer cool. Aber hier, finde ich, steht es dem Song richtig, richtig gut. Das liegt vor allem auch daran, dass diese Hi-Hats einfach total gut kommen. Die sind da ganz, ganz, ganz viel drin und die wirken so... Das Ganze wirkt irgendwie total angenehm zu hören. Starke Produktion. Ob es songtechnisch jetzt so viele anspricht, weiß ich nicht. Ist halt eine sehr, sehr spezielle Musik. Aber berechtigterweise Most Dynamic, weil natürlich das ist hier eine Kategorie, die habe ich gar nicht so beurteilen, sondern die ist einfach gemessen. Aber auch ein Song, der wirklich dem das gut steht, dass er so dynamisch ist. Und damit kommen wir zur allseits beliebten letzten Kategorie für euch. Pop Trash. Pop Trash. Wer hat's geschafft, diese Woche mit dem trashigsten Trash Pop-Zeug es in unsere beliebte Pop Trash Playlist zu schaffen? Es ist der gerade einmal 17-jährige Mario November. Ich habe den auch mal vorhin mal gegoogelt. Also so ein 17-jähriger Typ aus Stuttgart, irgendwie mit italienischen Wurzeln. So super sweeter Boy und oh, das klingt jetzt falsch, ne? Nein, also für die Mädels. Kein Interesse, sorry. Mit I Can't Dance, das hat man auch direkt gemerkt, als man es gehört hat, dass es kein Native Speaker ist. Also der hat so eine englische Aussprache wie ich wahrscheinlich. I don't know how to move my hips. Think I need a tip. Don't get a point. Tell me how you can feel the bass in a crowded place. Im Livestream hatten auch manche gesagt, so wären relativ schnell so an High School Musical erinnert worden. I'm not here for fame, girl. I can be a mess, girl. Screwed it. I cannot get. Swing, but I love the groove. I can't dance, but I like to move it. But I like to move it. I like to move it. I
Ja, Lionel hatte sich noch gewundert über diesen Synthi, den man da im Mainpart hört. Der klänge so wie irgend so ein Silent One Preset. Ja, insgesamt einfach so ekelhaft kitschige gut Feeling Musik. Aber es ist ja auch für die Zielgruppe, muss man ganz klar sagen, 13, ich vermute mal so 12 bis 16-jährige Mädels. Und den will man das, ich finde, das soll man halt auch nicht so mies machen. Das ist halt für die Musik, die sollen sich auch wohlfühlen und das Leben ist da ja auch noch ziemlich cool und da gibt es noch nicht so diese schwere Musik und dieses Dramatische. Das ist halt richtig so Highschool Musical, yeah, yeah, yeah. Und ja, hat es deswegen in unsere Pop-Trash-Kategorie geschafft. Also ich sag das alles jetzt ein bisschen positiv, weil nicht, dass hier irgendjemand denkt, ich würde hier anfangen, irgendeinen 17-jährigen Nachwuchssänger, Producer, Sänger wahrscheinlich, runtermachen oder so. Ne? Also Pop-Trash ist ja auch eine Anerkennung auf eine gewisse Art und Weise. Man muss es ja auch erstmal in diese Playlist schaffen. Yo, das war Music Friday für diese Woche. Ich hoffe, ihr hört alle fleißig Hurricane von Tavengo, Lionel, Carmanium Gray und so weiter und ganz viele Artists. Und ich mache mir jetzt noch weiter Gedanken für unseren Livestream zusammen mit Lionel und Sunnyvin, weil ich das Gefühl habe auch, ihr müsst die beiden Jungs mal ein bisschen mehr, wenn auch nur akustisch, mitbekommen, dass ihr nicht nur immer meine Fresse und meine Statements habt, sondern eben auch meine lovely best buddies hier, von denen ich wirklich musikalisch extrem viel halte. Das habe ich nämlich auch gestern wieder festgestellt, als wir die Songs im Livestream bewertet haben. Das war sehr, sehr interessant. Jeder hat so was anderes in den Songs sofort entdeckt und man hat gemerkt, wie musikalisch einfach die Gehirne von den beiden Jungs auch ablaufen, also wie schnell sie Sachen analysieren. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich war immer mehr für den technischen Part, aber zu dritt sind wir da, glaube ich, eine ziemlich starke Kombi. In diesem Sinne, macht's gut und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch ein wunderschön sonniges Wochenende. Boah, es wird richtig warm, ne? Ich habe richtig Bock. Ich werde mit dem Fahrrad raus. Nutzt die Sonne, geht raus, macht Sport. So, genug ins Gewissen geredet. Tschüss. This was New Music Friday by Tavengo.